Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier zurück zu PewDiePie. Mega cool, ich liebe dieses Spiel. Ich bin so ein leichter Suchti tatsächlich davon geworden. Wie ihr sehen könnt, mein Räumchen ist auch schon ein kleines bisschen groß. Ich habe eine Katze und ich finde es voll cool. So, erstmal drehen wir einmal fix ein Video. Und was ich auch sagen muss, ich benutze diese Boosts immer. Das bedeutet, ich schaue mir immer die Werbung an, damit das halt alles soweit funktioniert. So, um den Wissensbaum, schon wieder dieses blöde Gedöns da oben, kümmern wir uns gleich. Ich wollte euch einmal gerne, ich habe ja so ein paar Freunde, 9 Stück, genau, und 15 Follower. Ich wollte euch einmal gerne meine Freunde zeigen, wie weit die sind. Wir können jetzt erstes zu den lieben Biber-LP gehen. Ja, er ist schon ein bisschen weiter voran und ich finde, so wie er das aufgebaut hat, eigentlich wirklich auch ganz nice, alleine vorhin hier mit den Kartons. Ja, irgendwie Tierchen oder so hat er gerade anscheinend nicht. Ich bin schon wieder da umgehen gekommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass es aufhört. Dann gehen wir mal zu den lieben Dustin rüber und schauen uns mal an, wie seine Bude im Moment so aussieht. Level 33. Ja, er hat schon das ein oder andere coole Bro-Gedöns, ne? Ich finde ja solche Dinger zum Beispiel, die sich so bewegen, an sich ganz geil. Auch vor allem hier mit der Dogge, wollte ich gerade sagen, mit den Wowie. Finde ich das mega cool gelöst und an sich so gefällt es mir auch. Der Hintergrund ist davon abgesehen außerdem auch voll geil. So, denn jetzt haben wir es wenigstens wieder. Gehen wir mal zu dem lieben Kodor. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig, mein Lieber. Und dann schauen wir uns mal weiter um. So, der liebe Kodor ist noch ziemlich am Anfang, so wie ich. Er hat aber allerdings schon einen Fußboden. Soweit bin ich leider noch nicht. Die Katze hier hat ein bisschen Spielzeug, voll süß. Oh, er hat schon einen Fernseher. Ja, ich war auch an Überlegen gewesen. Also ich finde irgendwie, er hat das schon relativ cool gestaltet, auch mit den, mit den Fenstern so dahinter. Bei mir sieht das alles irgendwie noch ein bisschen aus, als wäre ich messy. Irgendwie, weiß ich nicht. Wir gehen mal zu dem lieben Koneko. Der ist Level 7 im Moment. Genau, hier Kodor war Level 6 gewesen gerade. Er sieht auch schon ganz nice aus. Hier vor allem die Katze schillt hier irgendwie so auf dem Keyboard. Ja, hey, warum auch nicht? Er hier mit seiner Mütze. Ich habe auch einen kleinen Kackihaufen, finde ich mega cool. Ich muss mal gucken, woher er hier die Fenster hat. Die finde ich auch echt wirklich geil gemacht. Und auch so die ganze Gestaltung vom Raum finde ich auch relativ cool. Wir können dann mal weitergehen zum Lux FIFA. Er ist jetzt schon Level 11. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin auch gleich mal gespannt auf den lieben Nico und auf den lieben Box. Ja, genau so und etwa sieht auch mein Raum aus. Aber ich finde das irgendwie ganz cool. So der Hintergrund, was sich da bewegt und die Wände und so, das passt eigentlich ganz nice alles zusammen. Er hat hier eine Falltür, das habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch noch Level 4. Fernseher ist mit am Start, Katze. Er steht auf jeden Fall auch anscheinend auf Tiere. Und alles im Moment ziemlich zugepackt. Aber so an sich hat er sehr, sehr viele, naja, kleine Sachen, so wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was ist das, ein Raptor? Oder auf jeden Fall ist das ein Dino, der Raum ist auf jeden Fall auch schon mal mega cool. Jetzt schauen wir uns einmal den lieben Nico an. Mal gucken, wie sein Raum soweit aussieht. Ach ja, die Geschichte. Ich musste, oder ich war schon einmal öfter bei den Nico, weil ich das einfach, diese Puppen total geil finde. Ich weiß einfach nicht, was ich zu diesem Raum sagen soll, ehrlich. Alleine macht mir der Clown da irgendwie ein kleines bisschen Angst. Also so ein Ding würde ich mir, glaube ich, nicht ins Zimmer setzen. Aber sonst so an sich, ja, doch, relativ cool gestaltet. Wir gehen mal lieber schnell einmal weiter und schauen uns dann gleich den nächsten an. Und zwar ist das der liebe Shadow. Den schauen wir uns auch einmal an, was da denn so mit los ist. Sein Raum, okay, alles ein bisschen schwarz gestaltet, so im Hintergrund auch irgendwie Totenköpfe mit, ich weiß nicht, ob das ein Gehirn sein soll, so an sich. Tierchen hat er auch, oh, er hat einen Goldfisch, mega cool. Klar, ein Fenster, ne, soll ja nicht so viel Licht rein, wer braucht denn auch schon Licht heutzutage? Joa, das Geldschild hier unten auf dem Fußboden beim Frosch. Wo ist denn seine Cam? Ach so, die hat er sich vor sich gestellt. So an sich finde ich das cool, mich würde das mal, allgemein noch interessieren. Ich würde irgendwie gerne wollen, dass man so einzeln zu den jeweiligen gehen kann und den Leuten so einzeln halt Geschenke irgendwie überreichen kann. Ich weiß ja nicht, ob das ab einem hohen Level geht oder ob das überhaupt später so im Spiel mit drinne geplant worden ist, ob sowas kommt oder halt nicht. Also da bin ich noch sehr gespannt. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob da irgendwie sowas ist. Jetzt sind wir bei den lieben Wax Fever und ich krieg jetzt schon irgendwie, oh, ich will auch ein Dino. Warum hat er so einen großen Dino da pennt? Oh, okay. Also die Sachen, die er hier hat, finde ich schon mal mega geil. Aber er hat auch schon wieder diese Clowns und davor habe ich Angst. Bin ich ganz ehrlich. Ja, er hat eine Green- bzw. Blue-Screen-Wand.
Auch ein Hundegedöns, hier ist auch ein Gehirn, also ich weiß nicht. Und ich war, ey, diese Clowns, ne, die bringen mich um. Also weiß ich nicht, vor denen habe ich irgendwie ein bisschen Panik. Die sehen echt ein bisschen extrem aus. Jetzt gehen wir zu dem letzten Freund im Moment, das ist der Wither-Effekt. Ich glaube, ich krieg's nie hin, deinen Namen richtig auszusprechen. Es tut mir mega leid. Auf jeden Fall schauen wir uns das hier an. Ja, er hat hier ein paar Kakerlaken, aber ich glaube, er hat keine Katze. Doch, da oben hat er eine Katze, die chillt da und schaut wahrscheinlich hier immer schön runter. Wuhu, Kakerlaken essen. Der Frosch chillt hier vor dem Fernseher und guckt da mal so ein bisschen durch die Gegend. So, den Hintergrund finde ich auch richtig nice, muss ich mal jetzt wirklich sagen. So ein bisschen aufgeräumt ist natürlich auch hier mit Bier, mit Pizza, ein bisschen was Gesundes hat er auch mit am Start. Ja. Ich würde natürlich noch mehr Freunde haben, also ihr könnt mir gerne euren Namen halt runterschreiben, also hier unter dieses Video und dann, ich werde bestimmt zwischendurch mal immer wieder naja, euch vorstellen, so die Räume zeigen, wenn ihr Bock habt, also wenn ihr Bock auf öfter so ein Video habt halt und dann könnt ihr mich natürlich auch gerne hinzufügen, ne? Ich heiße ganz normal Nigetron, auch jetzt hier in diesem Spiel, könnt ihr einmal fix zurückgehen und nochmal zurück. Das ist im Moment ja meine kleine Bruchbude, die irgendwie ein bisschen von allen hat im Moment noch. Aber ich liebe diese kleinen Plüschfiguren irgendwie. Das sieht so süß aus. So hübsch. Naja, wir fordern jetzt eben einmal fix ein. So, und ja, in der nächsten Folge habe ich mir gedacht gehabt, zeige ich euch mal so allgemein, was ich vielleicht noch vorhabe. Und wie mein Stammbaum oder so, wie das heißt, auf jeden Fall ist. Ah, schaut mal, hier ist auch so ein Kopf mit dem Gehirn. Interessant. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir wären Freunde oder Follower hier in diesem Spiel. Und ja, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Spielen, ne? Und dann sage ich Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.